Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Waage und Fische von Abstract und CR7Z in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Waage und Fische von Abstract und CR7Z aus dem Jahr 2015. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten hier öffnen, nachdem es sich hier ja um ein Gatefold zum Aufklappen handelt, kann man das hier prima aufschneiden. So, und zwar haben wir hier eine Waage in der Mitte. Und dann links und rechts jeweils ein kleines Glas mit einem Fisch darinnen. Der Albumtitel Waage und Fische kommt dadurch zustande, dass die beiden hier ihre Sternzeichen mit eingearbeitet haben. Abstract in dem Fall im Sternzeichen Waage geboren und CR7Z als Fisch zur Welt gekommen. Hier oben lesen wir dann noch 5-8 Musik präsentiert. Und diese Waage befindet sich hier auf einem kleinen Boot, der hier scheinbar auf einem See oder ja, den Wellen nach zu urteilen im Meer ist. Und hier unten lesen wir noch, Waage und Fische ist der einzigste. Okay, also der einzigste ist so ein Wort, das ich über alles hasse, denn dieses Wort gibt es, soweit ich weiß, nicht, denn es ist der einzige und das ist schon mehr oder weniger das Superlativ, also einzigste gibt es nicht. Allerdings halte ich die beiden Interpreten für so intelligent, dass sie das wissen und dass das irgendein Insider und irgendein spezielles Wortspiel ist. Gut, auf der Seite lesen wir auch nochmals die beiden Interpreten plus Albumtitel, also Abstract und CR7Z Waage und Fische. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und so haben wir 18 Tracks an der Zahl. Wir haben hier keinerlei Features angeführt. Also das Album wirklich ein Kollabo-Album von Abstract und CR7Z ohne jegliche Fremdfeatures. So sieht das dann aus. Hier unten haben wir dann noch Credits und Barcode. Gut, das Ganze lässt sich hier aufklappen. Und dann haben wir hier die beiden Interpreten abgebildet. Also Abstract stehend und davor dann ebenfalls stehend CR7Z. Wir haben hier diverse Symbole, Pyramiden, goldene Drachen, Wagen und das sieht auf jeden Fall sehr mystisch aus, das Ganze. Und dann haben wir hier die gesamte Tracklist nochmals im Detail aufgeschlüsselt, inklusive der Infos, wer das Ganze produziert hat. Also hier die 18 Tracks nochmal aufgelistet, inklusive Beatproduzenten. Und dann schauen wir uns mal die erste Vinyl an. Und in dieser Tasche ist nicht nur die Vinyl, sondern dann auch noch der Downloadcode zum Album. Dazu kommen wir gleich. So, die Vinyl kommt in einer schwarzen Hülle, in seiner schwarzen Papierhülle. Und die Vinyl in dem Fall ebenfalls in schwarz, dieses klassische Vinyl-Design. Und in der Mitte haben wir dann einen Kompass. Seite A lesen wir hier und dann haben wir hier die ersten 5 Tracks vermerkt. Auf der Rückseite, auf der Seite B, haben wir dann ebenfalls wieder diese Kompass-Optik und 5 weitere Tracks aufgeführt. So, dann machen wir die Vinyl mal wieder in die Hülle zurück. Dann werfen wir mal einen Blick auf die zweite Vinyl. Diese ebenfalls in einer schwarzen Hülle. Und die Vinyl natürlich an sich ebenfalls in schwarz gehalten. So sieht das aus. Seite C lesen wir hier. Auch hier wieder der Kompass inklusive 4 Tracks. Und dann haben wir hier noch die D-Seite und auch hier nochmals 4 Tracks und der Kompass zu sehen. Schön gemacht. So, jetzt muss ich nur noch die Vinyl wieder
in diese Papierhülle reinbekommen. Ist gar nicht so einfach. So, aber jetzt. Und zusätzlich zu diesen beiden Vinyls, also zu dieser Doppel-Vinyl, bekommen wir dann noch dieses kleine Zettelchen hier. Hier haben wir auch wieder Abstract und CR7Z abgebildet. Hier unten rechts lesen wir dann auch nochmals die beiden Interpreten und den Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann einen Download-Code, um das Ganze dann in digitaler Form herunterzuladen. Also das Album nicht hier nur als Vinyl drauf, sondern auch in MP3-Form. Gut, zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die Doppelvinyl A, B, C und D-Seite. Dann dieses kleine Kärtchen hier mit dem Albumcode, dem Downloadcode für die MP3-Version. Und das Ganze kommt eben mit 18 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Waage und Fische von Abstract und CR7Z. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Abstract und CR7Z unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!